Stimmt es, was Stefan dir sagt? Du willst abhauen? Hm. Und warum gefällt dir die Insel nicht mehr? Schon, aber es gibt ja noch viele andere schöne Inseln. Und hier hält mich nichts. Und wo soll's hingehen? Keine Ahnung. Neuseeland, Sri Lanka. Ist egal, ich lass mich überraschen. Ja, nach Thailand wollte ich auch schon immer mal. Portugal soll auch nicht schlecht sein. Na, in Lissabon soll der Bär toben, habe ich gehört. Wolltest du irgendwas von mir? Nö, ja, wieso? War nur so eine Frage. Hast du dich bei Philippe für das Eis bedankt? Und für den hübschen Schlüsselanhänger? Ja, den hat er von meiner Freundin Julia geschenkt gekriegt. Also lieber einmal zu viel Danke sagen als einmal zu wenig. Danke. So ist recht. Und ich möchte Ihnen danken. Ich hoffe, ich kann mich eines Tages revanchieren. Das brauchen Sie nicht. Wir tun es für Victoria und für unsere Finca. Wir sind froh, dass Sie uns dabei mithelfen. Die Lösung, die wir gefunden haben, ist auf jeden Fall das Beste für Ihre Mutter. Ja, das denke ich auch. Finca, wiedersehen. Adios. 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 Hasta luego. Venga, sube. Adios. Adios. Mit Sonja haben wir echt Glück. Es ist doch wirklich rücksichtsvoll, wie sie sich um Victoria kümmert. Ja, sehr rücksichtsvoll. Sie haben gerufen? Nur eine kleine Frage. Hat Felipe Velasquez eigentlich noch Geschwister? Nein. Wieso? Das mit der Familie seines Vaters. Wie viele Geschwister hat Ricardo? Ich weiß nicht. Ich kenne nur einen Bruder. Warum wollen Sie das wissen? Ich habe Felipe unten am Hafen mit einem kleinen Jungen getroffen. Vielleicht 4, höchstens 5. Vielleicht Nachbarsjunge. Oder ein Verwandter? Möglich. Aber warum ist das so wichtig? Ist es das? Sehen Sie, genau das möchte ich herausfinden. Mit Ihrer Hilfe. Herr Stein, ich habe Ihnen doch schon mal gesagt, dass meine Verbindung zu dem Velasquez... Ja? Ich höre kaum noch was von Ihnen, seit Felipe und ich uns getrennt haben. Dann frischen Sie die Kontakte eben ein bisschen auf. Oder ist Ihnen das zu mühsam? Ich werde sehen, was ich machen kann. Hast du Ärger auf der Yacht? Da läuft es im Moment einigermaßen erträglich. Aber? Ich habe Mark getroffen. Weißt du schon, dass er weggeht? Wie? Von Mallorca? Ich hatte keine Ahnung. Hat er dir das gerade gesagt? Wenn Stefanie mir das nicht gesteckt hätte, Marc hat es jedenfalls nicht für nötig gehalten. So viel zu unserer Freundschaft. Ja, und warum will er weg? Fernweh. Mal was Neues sehen. Er weiß selbst noch nicht, wohin die Reise geht. Das Gefühl kenne ich gut. Und ich dachte, es gefällt ihm an uns. Er hat jedenfalls immer so getan. Aber das war wohl alles ein Theater. Hey, vielleicht hat es damit was zu tun, dass er seinen Job weggegeben hat. Deswegen muss er ja nicht seine Freunde aufgeben. Einen Job kann er an jeder Straßenecke finden. Aber nee, er muss gleich abhauen. Ich
Weiß nicht, er wird schon seine Gründe haben. Marc ist nicht der Typ, der sowas auf die leichte Schulter nimmt. Na, wie geht's dir? Du musst ja jetzt für zwei essen. Setz dich doch, der Stuhl ist frei. Hat Rolf keinen Appetit oder warum isst du hier allein im Hotel? Ich lege momentan keinen gesteigerten Wert auf seine Gesellschaft. Weder beim Essen noch sonst wo. Ist es nicht eher so, dass Rolf das Weite sucht, wenn er dich sieht? Du redest Müll. Bild dir bloß nichts ein. Rolf wird schon rauskriegen, mit wem du dich eingelassen hast. Auch wenn er sich dafür sämtliche Männer dieser Insel vorknöpfen muss. Er hat schon damit angefangen. Womit? Den Vater deines Kindes zu suchen. Marc war der Erste auf seiner Liste. Rolf glaubt doch nicht etwa, dass Marc... Wäre das denn so abwegig? Genug Gelegenheit dazu hattet ihr ja. Ihr seid echt bescheuert. Nur weil wir ein paar Nächte zusammen auf der Yacht verbracht haben, glaubt ihr gleich, dass wir wie die Tiere übereinander herfallen, oder was? Rolf ist davon überzeugt, dass Marc der Vater deines Kindes ist. Wenn das nicht so eine miese Geschichte wäre, dann müsste ich lachen. Ausgerechnet Marc. Lass es dir schmecken. Die letzte Nacht. Hallo? Ja, hab ich. Bist total verrückt. Ja, das Armband ist wunderschön. Ich hab's auch sofort angezogen. Vielen, vielen Dank. Heute Abend? Naja, ich weiß nicht. Hier ist ziemlich viel los. Ja, klar kenne ich das Restaurant. Bleibst du mal dran? Ein Gast will irgendwas von mir. Was ist denn? Denk an den Katzenjammer. Wenn der Urlaub vorbei ist, kannst du sehen, wo du bleibst. Hallo, ja, da bin ich wieder. Nein, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Ja, ich bin noch todmüde. Ich habe letzte Nacht kaum geschlafen. Ja, morgen schon eher. Ja, wir können ja nochmal miteinander telefonieren. Bist du mir jetzt böse? Gut. Tschüss.